das? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefermutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Okay. Dialoge, Handel. Okay, wir können quasi auch mit dieser guten Frau handeln. Erstmal fragen wir sie aber, weil wir ja Jennifer suchen. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay, Dialoge, Gespräch beenden. Alles klar. Also wir könnten jetzt, wenn wir keine Lust hatten, fragen wir mal nach dem Greif erstmal. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Tja, dann schauen wir mal rein, was sie so zu bieten hat. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Okay, kaufe und verkaufe Gegenstände. Das können wir dann hier machen. Alles klar, drücke B, um das Handelsfenster zu schließen. Okay, handeln. Ausrüstung, das sind jetzt wohl unsere Sachen. Die könnten wir verkaufen, das sind unsere alten... Oh, ist unverkäuflich. Ach so. Okay. Alles, was rot ist, ist unverkäuflich. Die Fackel, also das können wir alles behalten. Und ja, was haben wir denn hier? Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, glaube ich, Brot. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 250. 5 Sekunden Wirkdauer. 10 Sekunden Wirkdauer. Auch 5 Sekunden. Mal gucken, was sonst noch so... Mal gucken, wie Preis-Leistung... ich glaube... Kaufen wir mal 4 Stück für 20. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Genau. Auf den ersten Platz zu aktivieren oder auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Okay. Und was brauchen wir noch? Da oben haben wir Getränke.
Ein Schnaps. Schnaps. Kräuterschnaps. Haben die hier kein Wasser? Nein, nur Alkohol. Wasserflasche. Ja, kaufen wir auch mal 5 Stück von. Okay, das hat 210 gekostet. Jetzt sind wir pleite. Verdammt. Drachenjäger, Fraktion, nördliche Königreiche, Kartentyp Einheit. Das ist eine Karte. Kampfreihende Einheitkarten, Nahkampf. Belagerung, Finte. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand zuzufügen. Okay, ja, dann mit den Karten beschäftigen wir uns später mal. Machen wir mal weiter. So, ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Ja, das stimmt. Gut, dann vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ach ja. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Reden wir mal mit den Bauern hier. Und ihren Leuten zu geben. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Soll ich ihn verhexen? Also wir können bei Optionen, die mit dem markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst. Das hört sich doch gut an, oder? Wir sind ja ein Hexer, also machen wir das. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Tja. Setz dich mal lieber. So, was weißt denn du, hä? Huh? Verschwinde! Wir reden nicht mit dir! Oh. Na gut, dann gehe ich mal hier weiter. Blödmänner. Doofe Männer. Gut. Dann gucken wir mal. Nochmal. Es gibt 4 Farben. Oh, ein Kätzchen. 4 was? Farben, Gruppen. Wer ist denn hier? Die Kreuz und Pik. Gaunter Odin. Jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Oh, reden wir mit den Bauern. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Hm? Okay, wer soll das denn sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hm, okay.
Was machst du denn hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Hm, finde ich gut, mach das. Jemand sollte die Geschichte weiter tragen an die nächsten Generationen oder so ein Mist. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hm. Ist der Krieg denn schon hier? Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Na, das stimmt wohl. Naja, er hat mir wohl nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Oh? Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Hm. Okay, Gwind ist also dieses Kartenspiel, wo ich die Karten hätte kaufen können. Sollen wir das jetzt noch machen? Hm. Na gut. Hm, warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Da bin ich mal ja gespannt. Willkommen. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Okay, die Spieler sind Generäle und die Karten sind die Streitkräfte. Oh, das hört sich doch ganz simpel an. So, ich beginne. Okay, lege stärkere Stärke der Einheitkarten. Okay, das ist die Stärke. Wird der Wert der Gesamtwert hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay. Dies ist das Kampfreihensymbol. Ja, okay. Das ist quasi Belagerung. Und das ist die Spezialfähigkeit. Okay, die Spezialfähigkeit dieses Catvinischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten plus 1 Stärke. Aha, okay. Ach du meine Güte. Wetterkarten. Sonderkarten. Okay. Aha, aha. Ui, das hört sich ja kompliziert an. Zu Beginn des Spiels kannst du 2 Karten abwerten und 2 neu ziehen. Ja. Na gut, wir probieren es einfach mal aus und gucken, wie wir kläglich versagen. So, das ist das Schlachtfeld. Meine Seite, das ist die Schlachtfeld. Andere Seite. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer und so weiter. Ja, okay. Ich fange einfach mal an. Kann ja nur gewinnen, oder? So, was machen wir denn? Wir machen hier erstmal so ein... Direkt mal hier so eine... Die Tochter der Wildnis. Volle Kanne. Auf ihn. Die Zahl links zeigt die aktuelle Gesamtstärke. Ah, okay. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn die Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Okay. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du gedrückt hältst. Ah, okay. Ende der Runde. Gepasst haben. Okay, dein Gegner ist am Zug.
Okay, er hat eine Belagerung gemacht. Das mache ich auch. Da habe ich doch hier so ein fettes Teil. Und jetzt, was machst du jetzt? Ha? Ha? Tja, du bist immer noch schlechter als ich. Dann hole ich doch mal so einen fetten Schwertkämpfer. Und was macht er? Cynthia. Ich bin immer noch am Zug und führe noch. Ich mache hier mal Schnee. Setz die Stärke aller Nahkampfkarten mal auf 1. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, das war gerade sehr schlecht. Verdammt, ich kann die nicht mehr rausnehmen. Jetzt habe ich sie erst verstanden, was diese blöde Karte bewirkt. Das heißt, er hat jetzt momentan mehr Power. Also setze ich jetzt mal nochmal hier so eine Karte. Wo kann ich denn sehen? Ah, ich kann ranzoomen. Selbst der Regen in diesem Land riecht nach. Setzt die aller Belagerung auf 1. Okay, was passiert, wenn die alle auf 1 sind? Dadurch hat der trotzdem wieder einen Vorteil. Okay. Dann setze ich nochmal den an. Oh, oh, extremer Nebel. Ja, dann kommt Regen dazu, mein lieber Freund. Mein lieber Freund, denn dann haben wir nämlich Gleichstand erstmal. Und oh, das wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, das endet im Gleichstand. Ich setze jetzt einfach mal alle Karten drauf und dann passen wir. Mal gucken, ob dann... Ah, er hat gepasst. Du bist am Zug. Ich passe jetzt auch mal. Dann müsste ich ja theoretisch, wenn ich das alles... Aha. Diese Runde haben wir gewonnen. Sehr gut. Ich bin am Zug. Oh, was macht er jetzt? Könnte ich jetzt passen? Mal gucken, ob er das mitmacht. Gucken, ob er auch passt. Aha! Und schon habe ich ihn besiegt. Gewonnen! Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen. Den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Ah, okay. Aber das war jetzt halt Glück. Sammle mehrmächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder die beim Händler, das haben wir ja schon gesehen, erwerben können. Ja, ist doch super. Geralt, gewonnen, gewonnen und schließen. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Profi. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Oh. Ich denke dran. Okay. Danke. Stjepan. Dann fragen wir nach Stjepan, okay? Tja, gut, also wir müssen immer noch nach Jennifer fragen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt am Ende kommen nochmal die tollen The Witcher-Bilder. Und ja, viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.